moin Leute, was geht ab? Neues Video zum Thema, wir öffnen Boxen. Denn es ist wieder eine Ebay-Box, diesmal ist es eine unfassbar krank große Ebay-Box. Zeige ich euch gleich, keine Sorge. Aber erstmal würde ich sagen, wir switchen auf das andere Setup und Freunde, dann geht's los mit dem Öffnen. So, und also immer, Freunde, passt auf, wir machen das jetzt wie folgt. Ich habe das mit der Kamera umgestellt, deswegen theoretisch sehe ich jetzt hier gerade auf meinem Bildschirm nichts weiter. Aber da so hängt mein Handy und das hat die Kamera an. Deswegen, passt auf, hier, ihr seht es, da ist das Paket. Da halte ich die Adressen mal brav zu, dass man nicht sieht. Ist ein riesengroßer Schinken, den ich mal gerade mit meinem neuen Werkzeug, denn ich habe hier neues Werkzeug, hier seht ihr es, mal eben öffnen werde. Okay, also das Messer ist auf jeden Fall schon mal scheiße, was dabei ist. Entweder hoch, ich sollte versuchen, nicht so stark da rein zu säbeln. Man hat es gerade schon ein bisschen gehört. Nicht, dass ich hier irgendwas zersäbel. So, ich sagen, gucken wir mal. Und da guck mal, Freunde, was wir direkt sehen. Ein Oldschool schnapp sie dir alle Regelbuch. Das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Leider ein bisschen zerkratzt, aber was will man machen? Legen wir erstmal zur Seite. Dann, boah, Freunde. Ultra-Card-Box. Gucken wir gleich rein. Dann haben wir Box Nummer 1. Zumachen. Achso, die passen gar nicht. Ja, okay, die passen gar nicht aufeinander, weil das falsches Pokémon für falsche Box. Nächste Box. Eine Raichu-Box. Dann haben wir noch eine Ivy-Tar-Box. Aus einer, mit einer Xerneas-Box oder was auch immer das dann ist. Dann haben wir hier. Ich weiß nicht, ob das nur Code-Karten sind. Wenn ja, gucken wir uns das später auf jeden Fall auch noch an. Und dann sieht es aus, als wäre es das gewesen. Das Ganze sollen, meine Lieben, über 2000 Karten sein. Und ich bin, um ganz ehrlich zu sein, tierisch gespannt. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit der Deckbox. Und gucken mal, was uns hier drin so erwartet. Wir sehen schon die ersten eingetüteten Karten. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, Energy, ganz viel Energy, teilweise auch alte Energies. Das ist ja schon mal cool. Oh, hier geht's weiter mit Energies, neuen Energies, Energy. Einer Special Meshel Energy und noch einer Special Energy. Also Energy. Freunde, wir haben hier noch Energy-Karten. Krass. Oh, krass, Leute. Guckt's euch an. Guckt euch das an. Es ist eine Holo Energy in einer Perfect Size Sleeve, die tatsächlich einen unfassbar guten Zustand hat. Krass, nice. So, tüten wir wieder ein. Dann das gleiche mit den ganzen Energies hier. Ebenfalls guter Zustand. Ja, cool. Haben wir auf jeden Fall hier die ersten Reverse Energies. Legen wir mal ein bisschen zur Seite. Und haben dann damit wahrscheinlich den Energy-Stapel abgefespert. Freunde, so viel zu den Energies. Dann würde ich sagen, pass auf, wir gucken mal gerade, was hier drin ist. Ich glaube, es sind nur Dingskarten, es sind nur Codekarten, aber lasst uns mal eben sicher gehen. Ja, es sind Codekarten fürs TCG-Online-Spiel. Hier einen zeige ich euch. Also, wenn ihr möchtet, ne, natürlich nur, wenn ihr möchtet, hier nochmal mit Autozoom sogar diesmal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die natürlich, zumindest den jetzt, gönnen. Und wenn ihr die komplett haben möchtet, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht gebe ich sie an euch weiter. Mal gucken. So, die tüten wir wieder ein. Weil die kann ich mir dann irgendwo mal an die Seite legen. Falls man mal auf die Idee kommt, vielleicht im Stream oder so TCG Online zu spielen, dann kann man sowas bestimmt gebrauchen. Das gleiche mache ich übrigens mit den Energy-Karten auch wieder. Bis auf die Reverse-Energies packe ich auch wieder in ihre Box und stelle die weg. Freunde, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dieser Ivy-Tar-Box hier. Und gucken, was uns hier drin erwartet.
So, hier haben wir zuerst mal Thermoport, Lampi, Kupfanti, Flunkiefer, Baumboll, ein Galar-Zigzax. Ist es nicht wunderschön, Freunde? Ist es nicht wunderschön? Und ein noch wunderschöneres Galar-Ponita. Auch mega schön. So, soweit, so fresh. Hole ich mal den ersten Stapel aus dieser Box hier raus. Und wir haben eine Energy. Bibor, ein Superball, ein Absol, ein Calamanero, ein Yarrow, verdächtige Konserve, Ness, Absol, Cleobadra, Kabu, Mashok, Toaito, Stadion, Calamanero, Kabu, Arbor, Betis. Pass auf, wir gehen mal ein bisschen schneller da durch, sonst dauert das hier ewig. Hier scheint nichts irgendwie an Holo oder Reverse Holo zumindest dabei zu sein. Was eigentlich schade ist, denn overall hat das Ganze über 50 Euro gekostet. Ich meine, klar, 2000 Karten auch so, wenn jede 10 Cent kostet, ne? Sind wir auch bei, ja, 2000 mal 10, 2 mal 10, 20 mal 10 sind 200, 200 mal 10 sind 2000, 2000 mal 10 sind 20.000, 20.000 Cent sind 20.000 durch 100, Freunde. 20.000 durch, ah, keine Ahnung, Mann. Mathe-Genie, Freunde. Mathe-LK, Kappa. Auf jeden Fall wird das alles nach Sets geordnet. Habe ich mir die Tage schon mal in den Kopf gesetzt, alle meine Karten, die ich habe, nach Sets zu ordnen. So kann ich das dann angenehmer beisammenhalten und kann die Sets dann vor allem eventuell vervollständigen. Ich meine, mit über 2000 Karten, je nachdem, wie viele aus was für einem Set kommen, kann man ja schon mal ordentlich gucken, ob man vielleicht sogar ein Set voll bekommt. Zumindest wenn man dann irgendwie noch die Holos, die Wies, oh guck mal, hier ist ein Base Set 2 Voltoball, die Holos, die Wies und so weiter, alles dann dazu bekommt, dann kann man sowas durchaus mal gucken, ob man sowas voll bekommt. Wenn nicht, würde ich behaupten, allerdings nicht. Oh, ein Volley, yay. Pikachu, geil. So, erster Stapel, fertig, weg. Freunde, da kommt noch eine Menge auf uns zu. Ich würde sagen, wir nehmen uns dann mal den zweiten Stapel. Auch absolut, wie es aussieht, grundsätzlich erstmal unspektakulär. Oh, ein Base-Set. Ein Base-Set-Pikachu, Freunde. Ein Base-Set-Pikachu. Das ist ja wenigstens mal eine coole Sache. Meine, gegen ein Base-Set-Pikachu, da sag ich nichts. Da sage ich auf gar keinen Fall irgendwas. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich hätte natürlich liebend gerne mehr Base-Set-Karten hier raus. Ich meine, aktuell sieht das alles ziemlich nach, ich kann die Sets noch nicht, ne? Wohlgemerkt noch nicht, zuordnen. Da bin ich einfach zu wenig im Thema drin. Wie gesagt, habe neulich erstmal ein bisschen geguckt, so was ist überhaupt was für ein Set, wann kam das raus und. Und da bin ich schon bei den ein oder anderen Sachen ein bisschen schlauer geworden. Aber noch nicht so, dass ich sagen kann, ich bin da drin. So, nächster Stapel. Ihr seht übrigens auch, ne? Hier so natürlich. Neuer Untergrund. Neue Tischmatte. Base-Set-Dratini. Wunderschön. Und Freunde, die ist auch in wirklich gutem Zustand. Also klar, ne? Hier oben, ihr seht ein bisschen das Whitening. Hier so. Aber overall ist die in einem fucking guten Zustand. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ich meine, klar, die drei Karten werden jetzt noch keine 50 Euro ausmachen. Aber meine Hoffnung stirbt nicht, dass da noch irgendwas Cooles dabei ist. Zumindest wenigstens mal ein paar Holo-Karten, ein paar Reverse-Holo-Karten oder. Aber das ist ja auch lediglich die erste von drei Boxen. Ne? Also von daher lassen wir uns überraschen, ob da nicht noch das ein oder andere Coole kommt. Ich bin auf jeden Fall gehypt wie sonst was und werde den Abend damit verbringen, komplett die Sets
zusammenzupacken, zu sortieren und. Werde natürlich weiterhin auf eBay aware sein, um zu gucken, ob ich nicht noch das ein oder andere Angebot mitnehmen kann und wegsneaken kann. Ich habe übrigens heute Morgen schon eins gemacht, also eins weggesneakt. Werde ich euch natürlich auch zeigen, weil da eine Karte dabei ist, die ist echt unfassbar cool. Zwar auch leider nicht in so krass gutem Zustand, aber sie ist einfach einer meiner absoluten Traumkarten. Ich meine, ich hatte euch das ja schon mit dem Evolution Vulnona gezeigt. Hier habe ich es nochmal, diesmal in schöner, so dass ihr es auch erkennen könnt. Ne? Hier, wunderschön, wunderschöner Zustand. Leider aus Evolution, ne, wie ich es erwartet, wie ich es gesagt hatte, also nicht wie ich es gesagt hatte, aber wie ich es dann verbessert hatte. Und nicht aus dem Base-Set. Aber egal, egal. So, Leute, erste Box durch. Ich würde sagen, wir packen die Karten wieder so da rein, wie wir sie rausgenommen haben. Zumindest nach Möglichkeit. Ohne, dass wir irgendwas groß kaputt machen. Ja, haben wir. Und dann würde ich sagen, geht es einfach weiter zur nächsten Tin. Und zwar diese wunderschöne Raichu-Tin, die auch tatsächlich eine Raichu-Tin aus dem Hidden Fates Set ist. Und auch da sehe ich nichts eingetütet. Ich habe mir gerade in die letzte Box gelunscht. Da sind tatsächlich Karten eingetütet. Und dann sind wir gespannt, ob da irgendwas Cooles dabei ist. Ein Rocket dunkles Shillock, Freunde. Das ist doch cool. Genau sowas suche ich. Und dann hier noch aus Neo Destiny oder Neo Genesis. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was die drei Sterne waren. Oder die zwei. Aber auch das gehört zu den cooleren. Genau wie das Loreblatt hier, Freunde. Geil, jetzt geht's los. Parasect in Reverse Holo. Legen wir auch zur Seite. Legen wir zu den Energien, würde ich sagen. Jetzt geht's los. Ammonitas aus dem Fossil-Set, Freunde. Jetzt wird's richtig spannend. Igelava aus dem Neo Genesis, Destiny, wie auch immer Set. Richtig gut. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt wird's spannend. Ein Feuerriegel aus dem Set. Cool. So, ein Schilterus in Holo. Holo Schilterus. Gefällt mir. Cool. Freunde, jetzt scheinen wir doch endlich mal reden zu können, wie es aussieht. Wenn das in der letzten Box komplett so weitergeht, bin ich vollkommen fein damit. Ich meine, natürlich war ja klar, dass hauptsächlich neuere Sachen dabei sind, ne? Was ist denn Supporter? Keine Ahnung, scheint mir neu zu sein. Also ich kenne es zumindest nicht, aber wie gesagt, ich habe keinen Plan von Pokémon TCG. Dementsprechend, wenn ich irgendwas nicht kenne, ist das irgendwie nichts Besonderes, würde ich behaupten. Komm, gib mir noch ein paar Hits, Freunde. Irgendwas Cooles. Huch. Neo Genesis, Neo Destiny, Base-Set, Base-Set 2, Rocket. Irgendwas Cooles. Irgendwie scheint es nicht mehr so, Freunde. Es scheint nicht mehr, aber wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, hier können wir umdrehen. Hoffnung stirbt zuletzt. Hariyama. Voltenso. Malvita. Wie gesagt, ich glaube, das könnten alles Karten der dritten Generation sein. Also aus dem Saphir, Rubin, Emerald Set. Keine Ahnung, wie das heißt. Im Nachhinein bin ich natürlich schlauer. Und ich werde es natürlich auch herausfinden. Ob ich es euch dann mitteile, das sei dahingestellt. Aber erstmal hier dieses Voltenso. Warum auch immer das, wie gesagt, in der Tüte ist. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Und dann geht es zur letzten Box, Freunde. Hier hole ich schon ein paar mehr eingetütete Karten raus. Oh Gott, ich sehe hier eine Menge. Ich sehe hier eine Menge. Oh mein Gott. Okay, wisst ihr was? Wir fangen hier einfach mal an.
Die Karten hier sind ein bisschen durchgewuselt, ihr seht das, aber soll egal sein. Latios in Holo, Freunde. Holo Latios. Galaponita, Chimpep, Pionscorer, Huchkrabi, Dicta. Alter, Leute, die Karten fallen mir fast aus der Hand. Micro, Goldini, Rihorn, Somnian, Kloptopus, Krabby, Poupons, Picochilla, Pionscorer, Reverse Holo, Pion Draghi, Lampi, Relaxo und das dunkle Simsala. Team Rockets, dunkles Simsala, Reverse Holo, Heatmore, Reverse Holo, Medichamp, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Reverse Holo, Luxio, Arokuda in Reverse Holo, Kakol in Reverse Holo, Charlotte in Reverse Holo, Bronzor in Reverse Holo. Oh, Freunde, die Karte ist leider in scheiß Zustand. Aua, aber nichtsdestotrotz, Logok, Inferno Pot, Reverse Holo. Dann haben wir Irokex in Reverse, in Holo, Volvrock in Holo, Barrikadax in Reverse Holo, noch ein Irokex in Holo, Mahomai in Holo, Barrikadax in Holo, Reverse Holo, Rüpel, Arbok in Reverse Holo, Pokémon Center Dame in Reverse Holo. Freunde, wir scheinen hier gerade komplett alle Reverse Holos zu haben. Gott, sieht das schön aus. Wartet, ich muss mal gerade ein bisschen zur Seite packen. Da habe ich keinen Platz mehr. Victini Reverse Holo. Geradax, ebenfalls Reverse Holo. Scheint jetzt alles hier Reverse Holo zu sein, deswegen ich mache mal gerade hier ein bisschen Ordnung in meiner Hand, damit ich ein bisschen besser runterziehen kann. Ein bisschen Ordnung. Oh mein Gott, was ich da teilweise noch für Karten sehe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Freunde, ich glaube, die 50 Euro sind wieder drin. Ich würde sagen, die 50 Euro sind wieder drin. Aber im Endeffekt werde ich euch den Preis einblenden. Ich werde euch den Preis komplett dann im Endeffekt einblenden, weil bevor ich jetzt hier jede Karte durch eingeblendet habe, ist ein Tag vergangen. Arctovish, Escalor, hier kommen wieder ein paar Nicht-Reverse oder Reverse-Holo oder wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht, ob das komplette Design, also meine Definition von Reverse-Holo wäre, das Äußere leuchtet und das Innere leuchtet. Das wäre meine Definition von Reverse-Holo. Die Frage ist, was ist jetzt im Endeffekt Reverse-Holo? Oh, meine Kamera wackelt ein bisschen. So, klingt wieder ein Reverse. Ich meine Reverse-Holo. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch Reverse-Holo. I don't know. Luna, Solga, Sonnenfell in Reverse Holo, Staralili in Reverse Holo, Hippopotas Reverse Holo, Dicta, Pupita, Electabuzz, Potrot, Vinguel, Flambirex in Holo, Zoroark in Holo, Reverse Holo. Und dann haben wir hier trotzdem noch ein Logok in Holo, ein Snibuna, wo nur der Stern, der diese kleine Schneeflocke leuchtet. Eigentlich voll geil. Folipurba, nee. Dialga, nee. Aber hier haben wir noch ein Holo Admurai. Dann haben wir noch ein Reverse Holo Walreiser, Reverse Holo Stolos, ein Holo Zwirfinst in der Foil, Magneson in Holo, Traunmagnil in Holo, Lumion in Holo, Staraptor ist nichts. Der Trank ist wieder in Reverse Holo, Bidetza Reverse Holo, Click Reverse Holo, Gelatino ist nichts. Haspiror, Reverse Holo. Heatran ist leider auch nichts. Genauso wenig wie Mobitesse, Rihornior, Holo. Oh mein Gott, da ist Giratina in Holo. Die Energy Full Art in Holo, Reverse Holo. Ramaidon Reverse Holo, Rabigator Reverse Holo. Noch ein Admiral Reverse Holo. Genau wie das Holo. Serpiro, ja, Reverse Holo. Serpifoy Holo. Oh mein Gott, ist die Karte schön. Seht ihr das? Bamelin in Holo, oh mein Gott, ist die schön. Fluffeluff in Reverse Holo. Smogmog, nichts. Kingler, Reverse Holo. Oh mein Gott. Freunde, ich muss sofort nachgucken, wie viel diese Karte wert ist. Einfach weil sie so wunderschön ist. Freunde, ich werde nachher nachgucken, wie viel diese Karte wert ist, weil ich habe mein Handy gerade nicht hier.
Reverse Holo Bronzong. Dann haben wir Shelterer als nichts. Noctuska in Reverse Holo. Vibrava in Reverse Holo. Libeldra in nichts. Flamely Reverse Holo. Dictree nichts. Roserade nichts. Snubbo Reverse Holo. Pampiro Reverse Holo. Bulkerfisch Reverse Holo. Voltenso in Holo. Dann haben wir das Tauros in Reverse Holo. Das Tangela in Reverse Holo. Das Nidorino in Reverse Holo, genau wie das Corazon, das Porenta. Hier haben wir ein wunderschönes, und ich möchte das Wort spreche ich nicht aus. Lapras, Alter, ist das schön in Holo, aber auch neu. So, da haben wir das Lapras dann. Da haben wir dann Barrikadax, da haben wir Schnurgas, da haben wir Serpifeu, Simvorol, Draschel, Barschuft, Obstagon. Wuffels, Rettern, Marsha, Marschak, Silimbrim, ganz viele Silimbrims. Wolverock, Wolverock. Da haben wir Primova, Infernoport, Vulpix, Doaido und da Bidiza wieder mit der Schneeflocke in Holo. Lunastein zum Sonnfell, Pluspower, Energierückenwind, Machomai, Zickzacks, Zigarde in Holo und in Reverse Holo. Da haben wir nochmal ein Irokex in Reverse Holo und Irokex in Holo. Ein Great Ball. Great Ball in Deutsch. Ein Felilu als Reverse Holo. Ein Wablu als Reverse Holo. Ein Quiekel. Jujutsu. Marakamba. Mamolida. Somnian. Driftlon. Sodamak. Panflam in Reverse Holo. Cool. Zierpurze. Das Watzapf. Das Absol. Rüpel. Alle Reverse Holo. Da haben wir dann Altaria. Altaria in der Holo. Genau wie Mani. Freunde. Krass. Ausbeute. So, wie ich gerade feststellen durfte, hat meine Kamera nicht mehr mitgemacht, weil wegen Speicher. Wir hatten gerade noch ein paar okay Sachen. In den letzten Sachen war halt alles so ziemlich Reverse Holo, Reverse Holo, Reverse Holo. Nichtsdestotrotz, overall mega mäßig viele Karten. Tatsächlich auch ein paar ganz coole Hits dabei. Da möchte ich dann einmal ganz kurz durchgehen. Wir haben das Dark Alakazam. Ich weiß nicht, wie viel das in Nicht-Holo wert ist, aber ihr werdet sehen. Genau wie das Feuerriegel aus dem Neo Destiny Set. Die werden alle wahrscheinlich so 1 Euro wert sein, sowas hier, ne? Aber gerade sowas wie ein dunkles Simsala oder ein dunkles Shillok, ich glaube, die werden schon ein bisschen mehr wert sein. Genau wie das Base Set Pikachu. Da gucke ich mal dann tatsächlich gerade nach, Freunde, weil mich das interessiert. Ihr werdet es natürlich eingeblendet bekommen. Der 7-Tage-Trend geht tatsächlich in Richtung 10-12 Euro für ein Base-Set Pikachu. Das ist ganz cool. Dark Alakazam. Freunde, ich muss das nachgucken. Tut mir leid. Ich würde schätzen, irgendwas um die 20 Euro würde ich sagen. Finde es jetzt nicht genau. Finde nur die First Edition Sachen davon. Aber nichtsdestotrotz, ne? Ich meine, diese Karte ist bis auf hier oben so ein bisschen, ja gut, ist ein bisschen doof. Von hinten sieht sie noch schlimmer aus als von vorne. Nichtsdestotrotz, vielleicht 5, 6, 7 Euro. Aber das Beste, ne? Dann dunkles Shillok. Ist relativ gut erhalten. Es geht sogar, ja, ein bisschen Whitening am Rand. Aber nichtsdestotrotz eine ordentliche Ausbeute. Dann haben wir natürlich noch das Logok, was leider komplett zerrippt ist. Das tut im Herzen weh. Natürlich wird es trotzdem gerade in meinem Herzen einen Platz bekommen. Würde ich sagen, Freunde, passt auf, wir machen das mal wie folgt. Die ganzen Reverse-Holo-Karten kriegen eine Sleeve, und zwar jede einzelne. Das wird natürlich nachher passieren, nach dem Video, denn das Video ist schon lang genug, würde ich behaupten. Freunde, das hier ist unsere Ausbeute an Reverse Holos und an Holos. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen, das sind 200, 300, 400 Stück. Gut, ich würde sagen, vielleicht, ja, wenn ich das neben einem Kartenstapel mit 250 Karten halte, sind es vielleicht, ja, 150 bis 200 Stück. Selbst wenn jeder davon nur einen Euro wert ist, ne, kann man sich ausrechnen, dass ich die Kohle wieder drin habe. Overall, Leute, um Gottes Willen, was war das für ein Opening? Hier natürlich noch die Energy-Karten dazu. Alter Vater, das war schon... Ja, das Voltorb sieht auch nicht so geil von hinten aus. Egal, Freunde. Overall war es echt... intens. Das sind eine Menge Karten. Eine Menge Karten. Dementsprechend muss ich gucken, wo ich die denn irgendwie überall unterbringe. Aber das soll ja nicht eure Sorge sein, sondern meine. Dementsprechend würde ich sagen, Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also für mich nächste Woche, für euch weiß ich nicht wann. Dann gibt es das nächste Opening.
nächste Sets kommen, nächste Karten kommen. Wie gesagt, ich bin immer daran, irgendwie dran zu bleiben, um zu gucken, dass ich neue Karten bekomme, neue alte Karten am besten, damit halt noch der ein oder andere Euro daraus springen kann. Ich bin gehypt ohne Ende auf Pokémon-Karten. Bin aber erstmal raus, also macht's gut. Bis dahin. Peace out. Und ciao.